Ich bin Schauerland und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Teil von Infra. In der letzten Folge sind wir ja ein bisschen hier rumgedümpelt, weil wir nicht genau wussten, was wir denn machen sollten. Irgendwas mit dem Gassensor sollte es sein und ich habe jetzt mal nachgeguckt und wir waren wirklich so dicht dran an der Lösung. Und zwar müssen wir die Gassensoren natürlich alle zum Piepsen bringen. Hier unten ist das schon der Fall. Ganz einfach, weil hier schon ja die Pilze drin sind. Ich muss hier ganz schnell die Sachen wieder rausholen. Wir haben andere Gassensoren ja schon gesehen. Die Idee war also gar nicht so falsch. Jetzt hoffe ich mal, dass wir nicht sterben. So. Und es ist auf jeden Fall ein weiterer. Ich glaube, auf jeder Ebene ist hier einer. Nur mal eben gucken. So, das ist Nummer 2. Und jetzt müsste oben eigentlich auch noch einer sein. Quasi in jedem Ventilationsschacht. Deswegen war das wichtig. Oder deswegen... Jetzt bleibt bloß hier, Teddy. Nein! Was, wenn wir den nicht mehr da rauskriegen? So kriegen wir ihn aber auf jeden Fall. Deswegen war das wichtig, dass wir doch diese Objekte nehmen konnten mit diesem... mit diesen verseuchten Dingern. Und hier müsste jetzt eigentlich auch noch einer sein, ja? Warte. Sehr gut. Sehr gut. Damit kommen wir jetzt da hoch. Und so einfach war dieses Rätsel. Wir waren nah dran. Oh, jetzt habe ich versehentlich reloaded hier. So. Die Frage ist, ob wir jetzt von hier irgendwie ins Laboratory kommen. Die gute Tafel Paint. Aber sieht nicht so aus, dass man hier noch irgendwie was machen könnte. Gut, dann nehmen wir jetzt diesen Weg und vielleicht haben wir ja Glück und kommen jetzt endlich an einen Ort, wo es ein bisschen mehr Frischluft gibt. Sieht aber nicht so aus. Vielleicht kommen wir einfach nur zu diesem Bereich, wo jetzt der Zug ist oder so. Mensch, ich ärgere mich so, dass wir da so lange rumgedümpelt haben. Wenn jetzt der dieser Gasmelder schneller aktiviert gewesen wäre, dann wäre das auch alles gar kein Problem gewesen. Oh, wow. Oh, wow. Portal lässt grüßen hier. What the... Sind wir jetzt da rausgekommen oder da raus? Wir sind da rausgekommen. Yeah, the race. That's 6 packs of flashlight batteries. Müssen wir jetzt da runter? Sieht so aus. Einfach einen weiter. Das kann so aber nicht sein. Moment mal, warum... Kommen wir jetzt wirklich nicht hier raus? Kommen wir jetzt wirklich nicht da raus? Ist einfach nur die Leiter kaputt? Okay, dann müssen wir jetzt wohl hier rein. Ich hoffe, das ist der Ort, wo wir hin müssen. Okay, schade. Wir waren einmal fast draußen und müssen jetzt doch wieder rein. Das ist, naja. Was? Da ist oben, da ist unten. Okay. Okay, jetzt haben wir's. Ich schätze mal, jetzt kommen wir aber in diesen Bereich, wo vielleicht der Zug stand. Wir gehen einfach mal den Rohren hier entlang und hoffen, dass wir unserem Ziel etwas näher kommen. Generell glaube ich, dass wir hier nicht mehr allzu viel haben. Okay, wir kommen in einen neuen Bereich. Das ist schön, denn wir können einen Cut machen. Okay, da sind wir wieder. Oh, es ist wirklich dunkel. Wir brauchten unsere ganzen Batteries, die wir gefunden haben. Sehr wichtig. Sehr wichtig. Okay, wir klettern einfach weiter. Es geht immer tiefer, diesen Schlund. Aber solange wir Kabel sehen, wissen wir, dass hier noch ein Teil der Zivilisation intakt ist. Vor allem, wenn das Licht intakt ist. Die Geräusche sind wirklich gruselig. Was zum? Warum liegt hier ein Buch? Hat wohl einer verloren. Nice, da gehe ich doch hin. Auf jeden Fall. Also wir haben definitiv mehr Horrorparts reingepackt hier in Part 2. Das gefällt mir sehr gut. Ich hoffe in Teil 3, oder in Part 3 besser gesagt, wird es noch ein bisschen intensiver. Weil man kann nämlich diese ganzen Schächte kann man ja herrlich dafür nutzen. Ja, komm. 5 packs of batteries left.
anscheinend geht's jetzt doch ein bisschen weiter weg. Aber wohin? Okay, wieder ein Tagebuch. Es ist schon eine Zeit, dass ich das letzte Mal geschrieben habe. Ich denke über Eric Kleinmengen in letzter Zeit nach. Ich muss sagen, dass ich seine Firma vermisse. Ich wusste nicht, dass ich es ihm sagen würde, wenn wir uns jemals wieder treffen würden. Ich hoffe, er denkt nicht, dass ich einfach verlassen habe, ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Ich bin so sauer auf mich selber, dass ich geglaubt habe, dass wir etwas Gutes gemacht haben. Ich dachte, Eric würde meine Briefe erhalten, aber es kam raus, dass das nicht der Fall war. Wir hatten keine Idee, dass wir eventuell Gefangene sein könnten. Einigen Leuten war es erlaubt, sich frei rumzubewegen und sogar das Telefon manchmal zu benutzen. Ich war derjenige, der spezielle Behandlung die ganze Zeit erhalten hat. Ich habe das Wissenschaftsteam angeführt und ich wusste mehr über das Projekt als irgendein anderer. Sie haben gesagt, das ist der Grund, warum ich nicht gehen und kommen konnte, so wie ich wollte oder das Telefon benutzen würde. Ich dachte, es würde nur ein kurzes Projekt sein, aber ich bin schon seit Jahren hier. Okay, Montag, der 20. Ich war gerade dabei, meinen Raum zu verlassen, als die Wachen wegen mir kamen. Sie haben mich zur Halle gebracht, wo die Telefone sind, und sagten mir, sie würden mir etwas Unterstützung geben oder etwas Verpflegung. Ich habe sie gefragt, dass sie mir etwas Medizin bringen sollen und mir eine Chance geben sollen, das Telefon zu benutzen. Keiner hat geantwortet. Das war nicht eine sehr gute Idee, denn sie überwachen möglicherweise unsere Anrufe. Ich habe meine Versorgung nun. Es wird nun Zeit für mich abzuhauen. Ich lasse dieses Tagebuch hier für irgendjemanden, der auch flüchten sollte. Es sieht so aus, dass dieser Eingang zu den Abwasserkanälen führt. Falls du es schaffst zu entfliehen, finde mich erst, bevor es irgendein anderer tut. Okay. Ein Wissenschaftler ist abgehauen und hier geht es anscheinend zu den Abwasserkanälen. Nice, dann geht's da weiter. Aber was ist denn da hinten? Hier hinten ist gar nichts. Okay, so langsam ist es einfach nur eine riesige Verschwörungstheorie und es geht überhaupt nicht mehr darum, irgendwelche Sachen zu untersuchen. Oh yeah. Abwasserkanäle for the win. Seit Outlast liebe ich sie. Ich hoffe, naja, solange wir hier den Walker nicht treffen, ist ja alles in Ordnung. Starburg Underground. Ich weiß nicht, wie viel ich schon hier fotografiert habe. Ehrlich gesagt. So lange müssten wir doch das eine oder andere Achievement mal erhalten hier. Pizza! It's all about Pizza. Okay, gehen wir mal weiter. Da hinten. Hier gibt es nichts für uns. Das heißt, das scheint wirklich der Ausgang zu sein. Batteries. Six packs of flashlight batteries. Warum kann ich die nehmen? Warum kann ich die nehmen? Normalerweise ist das nicht der Fall. Ja gut, lassen wir es mal hier. Cool. Doppelt abgesahnt. Now whatever. Okay, da geht's auf gar keinen Fall weiter. Was man nicht alles machen muss für ein Foto. Achso.
Erstmal nachladen. Nine packs of batteries left. Die Kamera nachladen. Okay, das scheint der Ausgang zu sein. Das machen wir dann jetzt auch. Das machen wir jetzt auch. Guter kostenloser, gutes kostenloses Zeug. Nice. That makes 10 packs of camera batteries. Und alles, was ich mitnehme, sind die Batteries und der Teddy. Ist so geil mit dem Teddy. Okay. Sonst irgendwie was hier? Das ist scheinbar nicht. Oh ja, da gehe ich lang. Da gehe ich lang. Aber erst gucke ich hier. Okay, leg ich den Free Stuff mal hier hin. Gut, Free Stuff. Okay, das ist unser Weg. Keep out! Ja, warum denn nicht? Warum denn nicht? Gehen wir hierher. Warte mal, können wir das noch fotografieren? Mann, diese rote Farbe, das hatten wir schon ein paar Mal, dass irgendwas markiert wurde. Okay, das ist wirklich spooky. U-Bahn? Das ist mal wirklich underground. Cool! Gefällt mir das Level. Das sollte wahrscheinlich nicht so sein. Ich weiß noch nicht, ob wir da wirklich herkommen. Aber ich glaube, es ist eh der Weg. Da unten geht der Weg lang. Gott. Warum mache ich das nur? Okay. Okay. Oh, so! Ups. Oh, cool. Man fängt hier wieder an. Das ist ja nice. Okay. Das ist kein Problem. Das schaffen wir schon. So, da wollten wir eigentlich hin. Jetzt sind wir wieder am Ziel. Ist eigentlich irgendwas im Weg räumen? Nicht so aus. Okay, jetzt auf jeden Fall gut aufpassen. Die Frage ist, ob wir da was abdrehen können, um da hinzukommen. So, und safen. Safe Game. So, jetzt machen wir es. Jetzt machen wir es. Und aufpassen, wo wir lang gehen. Können wir schon mal nicht lang. Ich will jetzt von hier irgendwie da runterspringen. Oder man geht auf den Rohren irgendwann wieder her. Ja, da kommen wir auch dahin. Okay, die Rohre wären eine Möglichkeit. Ah, das ist zu hoch. Wir nehmen die Rohre. Wir nehmen die Rohre. Herr Röhrig. Davon hier irgendwie, das ist bestimmt auch nicht so, wie es sein soll. Dann von hier irgendwie hier hin. So, das ist zumindest sicher. So, was haben wir hier? Okay, Abflussrohr. Flashline-Valve. Keep closed. Okay, wir müssen also ein Ventil wieder finden. Ach, da kommen wir auch da hoch. Irgendwie da hoch. Da kommen wir auch nicht rein. Hier kommen wir runter. Da kommen wir rüber. Das kriegen wir auch nicht weg. Das heißt, wir müssen so ein Ventil finden. pH-Sensor. Ich schätze, das Ventil liegt irgendwo und wir müssen es dahin bringen. Da unten ist aber auch noch eins. Das heißt, wir gehen erstmal diesen Weg. Hier ist wieder rot. Do not close if both flashing lights are open. Just keep this always open. Okay. Drehen wir einfach. Sind wir da? Ist auch open.
Do not close. Do not close if both are open. Okay. Beide sind offen. Ich soll es eigentlich nicht closen. Aber warum? Ich mach's trotzdem mal. Irgendwas hat gepiept. Also wir kommen ja sonst nicht da weg. Ja, wenn wir beide zumachen. Wenn wir beide zumachen. Und dann das Ding zumachen. Was passiert dann? Ah! Okay. Dann können wir das, haben wir auf jeden Fall unser Rad, was wir suchen. Dass wir hier hinpacken können. Keep closed. Keep closed. Nicht mal closen. Achso, den anderen vielleicht. Vielleicht ist dann gleich zu hier. Das auf. Ist zu. Ist zu. Jetzt oben vielleicht auch zumachen. Ah, jetzt kommen wir da zum Beispiel raus. Okay. pH-Sensor. Below pH-Warning. Ganz, ganz böse. Ich guck mal, ob wir an der anderen Stelle noch was finden. Aber ansonsten wird das hier unser Weg sein, wo wir weitergehen müssen. Huch. Kommen wir denn da eigentlich hin? Ja, kommen wir nicht hin. Runter können wir trotzdem nicht. Da hinten kommen wir vielleicht über dieses Rohr hin. Hätten wir mal gespeichert. Ah, okay. Jetzt müssen wir mal eben nochmal machen. Ich hätte jetzt immer gedacht, dass wir vielleicht da hinten irgendwie hinkommen könnten. Okay, das ist das, was wir brauchen. Das ist das, was wir eigentlich wirklich brauchen. Da unten zumachen, weiß ich nicht. Müssen. Hey! Fast weg. Glück gehabt. Keep closed. Da können wir nichts machen. Hier ist noch grün. Da ist das. Jetzt würde ich sagen, wenn das hier noch auf ist und das zu, können wir das ruhig zumachen. Jetzt ist da grün. Warte mal, machen wir es mal auf. Jetzt da wieder rot. Was denn? Wir müssen hier unten zumachen. Okay, lassen wir das einfach mal zu. Ich glaube, das ist gut. So. Okay, das ist gut. Das ist gut. Das lassen wir so. Und jetzt machen wir nochmal unser Spielchen hier vorne. Aber wir safen natürlich. Ah, das wollte ich doch. Hier wollte ich hin. Das ist my way. Kommen wir da weiter? Schade. Kommen wir nicht. Ich hänge fest. Ich dachte, ich bin so clever. Ich dachte, ich bin so clever und dann das. Naja. Aber was kann man denn dann da machen?
Was kann man denn dann da machen? Dem Rohr. Diesem Rohr oder auf diesem Ding hier. Kann man hier irgendwas machen? Ah. That's not good. Okay. Noch was? Ist egal, ist egal. Ich habe alles fotografiert. Ich habe meine Aufgabe erledigt. Können wir da hier zurück? Weiß zwar nicht genau, was ich hier getan habe, aber egal. Wir haben ein Foto. So, da hinten können wir... Können wir auch noch was machen? Auch gut. Hier oben noch irgendwas. Kommen wir denn da hin? Ach nee, da kommen wir ja nicht hin. Wäre jetzt nice, wenn wir da hin kommen. Vielleicht von da oben. Vielleicht von da oben. Es gibt hier viele Wege. Also eigentlich ist das der Weg. Das wird unser Ausgang sein. Okay. Jetzt die Frage. Haben wir das schon gemacht? Hier oben was? Ja. Kommt man da irgendwie hin? Kommt man hier rüber? Kommt man nicht. Und hier nach da kommt man wahrscheinlich auch nicht. Ist vielleicht oben jetzt dieses Gaspipe auf? So, hier wäre eine Leiter gewesen. Toll. Ich spring da runter, wagemutig. Und dann sowas. Nee, da ist immer noch. Da ist immer noch. Okay. Ich halte mich schon wieder viel zu lange hier auf. Viel zu lange. Dabei wollen wir doch einfach nur, dass es weitergeht, nicht wahr? Okay. Aber ganz ehrlich, wenn ihr das wollen würdet, dann würdet ihr es nicht bei mir gucken. Dann würdet ihr es woanders gucken. So. Tada! Yeah, ein lila Rohr. Warum? Warum zum Teufel? Okay, da geht's weiter. Okay. Okay, was? Ein Hammer? A sledgehammer. Might come in handy, I guess. Aha. Aha. Sicherung. Hey, wir kriegen wieder ein Sicherungsrätsel. Yeah, toll. Okay. So, schmeißen wir mal da raus. Schmeißen wir mal da raus. Ist sonst noch irgendwas hier? Hier raus? Ist zu. Wenn die Rohre alle verbunden sind irgendwie. Und oben noch das Ding war. Vielleicht können wir jetzt oben was freischalten. Da, wo dann doch das Rohr war. Wir kommen auf jeden Fall wieder zurück. Theoretisch. Okay, praktisch auch. Hat das denn irgendwas damit zu tun? Könnte zumindest passen. Leider sieht man nicht, welche Rohre das sind. Vielleicht müssen wir auch einfach unten was lösen. Da waren ja auch genug. Oh, ich hatte diese Rätsel. Mit dem Zudrehen und so. Die verstehe ich nie. Das ist immer nur eine Glückssache bei mir. Okay, aber wir haben verschiedenste Farben. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man vielleicht dieses hier abdrehen muss. Dann vielleicht oben frei ist. Einmal gucke ich noch, ansonsten gehen wir weiter. Und, nee, ist immer noch. Okay.
Okay. Hm. Ich glaube schon, dass ich richtig liege. Aber eine genaue Idee, einen genauen Plan habe ich irgendwie auch nicht. Hm. Okay, gehen wir einfach mal da runter. Nochmal hier gucken, um sicher zu gehen. Aber wo kommen denn diese Dinger her? Die gehen dann da rein. Kommen da raus. Und das haben wir abgedreht und das haben wir abgedreht. Warte mal, dann mache ich das erstmal wieder zu. Das geht dann wo lang? Das geht einfach rüber. Und wir haben eine Sicherung. Und jetzt mittlerweile... geh mal da... Geh mal raus. Und ein Hammer. Ein Hammer. Um irgendwas durchzuhämmern. War denn oben noch irgendwas, was wir hätten kaputt machen können? Ich weiß es nicht. Okay, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal da in den Tunnel weiter, aber das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.